Ja, so langsam. Wir spielen nicht. Och, das sind schon. Also es sind mehr als zwei. Ja, deutlich. Mehr da vorne als auf der Bühne. Und ja. 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 Ich sehe. Ja, guten Abend. Wir sind... Danke. Genau. Wir nennen uns seltsam. Im Laufe des Abends werden wir ein bisschen dazu kommen, warum, weshalb. Manchmal ist es tatsächlich mit Namen auch nur so, dass die Leute sagen, das ist echt seltsam. Wir sind relativ lange schon als seltsam unterwegs. Über 20 Jahre. Und als wir anfingen, so Musik zu machen, hat Sven Fate in Frankfurt gemeint, unbedingt Techno zu entwickeln. Und hat da ganz viele Clubs aufgemacht. Ja, und wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben akustisch gespielt. Und das haben wir eigentlich beibehalten und auch über die akustische Welle jetzt so drüber. Wir sind zwar auch manchmal elektronisch mit Effekten unterwegs, aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich sehr akustisch. Wir sind ja auch laut genug. Wir beginnen das, was Musiker halt gerne machen. Warum machen sie Musik? Weil sie gerne Geschichten erzählen. Deswegen heißt das erste Lied gleich mal Me and My Music. Thank you.
Blauen, like an old Inuit. Wir reden manchmal wild daher, uns will das keiner hören. Man kann beides bei unserer Musik. Man kann lauschen der Musik oder man kann aber auch tiefer einsteigen und die Texte ergründen. Aber man muss nicht beides. Das nächste Stück ist entstanden, als ich Afghanistan-Kämpfer begegnet bin. Ein Konzert und der eine war wohl längere Zeit dort und der hat mir dann ziemlich viel erzählt, was ich sehr beeindruckend und auch teilweise erschreckend fand. Ich selbst habe sozusagen mit dem Berufsstand wenig zu tun, aber mir ist einfach danach so bewusst geworden, dieser Mensch muss eine ganze Menge erleiden, muss eine ganze Menge tun. Er muss vorher sich in irgendeiner Form zu etwas bringen, dass er das so leisten kann. Das ist schon heftig. Ganz gleich, wie man letztlich darüber nachdenkt, ob das jetzt Sinn macht, eine Armee zu haben oder nicht, es ist Fakt, dass Menschen das erleiden müssen oder auch freiwillig erleiden. Und mir war es eigentlich nur wichtig, so die Frage zu stellen, ja, was macht das mit dem Herz des Kriegers? Deswegen Heart of the Warrior. I'm the one.
Ja, ich brauche das Ding gleich. Ja, alles klar. Gut. Zu diesem Stück gibt es die tragische Geschichte, dass meine Familie und ich vor 2,5 Jahren kurzzeitig unsere Wohnung verloren haben, weil sie ausgebrannt ist. Am nächsten Tag saß ich ein Stockwerk tiefer und das Einzige, was ich mitgenommen hatte, war, nebst meiner Familie natürlich, da ich als Letzter aus dieser Wohnung bin, eine meiner Gitarren, diese. Und dieses Lied wurde dann mehr oder minder erstmal für mich so als Mantra. Eigentlich wollte ich nur den Polynesiern eine Hommage schreiben, weil die Polynesier für mich schon ein sehr spannendes Volk sind und ich mich immer wieder mit, vorhin hatte ich es mit den Inuits, bei jeder CD beschäftige ich mich immer ein bisschen mit verschiedenen alten Völkern. Und Navigator kommt jetzt auf die neue CD, die hoffentlich so Sommer, Herbst erscheinen wird. Und die Szenerie ist das Boot des Navigators liegt am Strand und ruft den Navigator, komm, komm auf, wir wollen aufs Meer. Und letztlich so die Geschichte, wie dieses Lied mich darauf geführt hat, gesagt hat, gleich was jetzt gestern passiert ist, guck nach vorne, es wird alles schon wieder. Und deine Familie ist gesund, allen geht's gut soweit, also mach einfach. Und das Gleiche war so dieses Bild des Navigators, der sich vertrauensvoll in dieses Boot setzt und sagt, die Hardware hier ist klasse. Peilen wir diese Insel an, die wir nicht sehen, und das finde ich das Faszinierende an den Polynesiern, einfach losfahren. Und sie wussten eigentlich, wo sie sind, und das ist das Spannende, und sie hatten nicht GPS oder Sextanten. Ja. Thank you.
freeze over. Ich sehe hier. Freeze over. Ich brauche wieder die 6 Sekunden. Ich war zu schnell. Ich hätte erst drücken sollen, dann alles klar sein. Alles klar gelassen, danke. Ah, was? Aber wir haben den. Ja, das nächste Stück heißt Freeze Over, also sinnbildlich für das Einfrieren. Wenn man dann so im Leben so ein paar schöne Momente hat, die man für sich bewahren möchte. Heute geht es ja einfach, Foto digitalisieren gut ist. Und dann ist der Schwung nicht da, dann haben wir es nicht mehr. Und Wolles Idee oder Bild dazu war einfach, warum nicht einfach in der Tupperschüssel ab in den Gefrierschrank und wenn es einem dreckig geht, rausholen, auftauen und dran erfreuen. Freeze over. Thank you.
Tja, dieses Lied brachte mich dazu, dass ich in eine norddeutsche Familie adoptiert wurde. Das ist die Geschichte eines Schiffes, das es zwar nicht mehr gibt, aber ich habe diesem Schiff ein Denkmal gesetzt. Ja, und das ist Suitcase Ship. Mein Patenkind hat in einer Schulaufgabe damals ein Schiff gebaut mit seinem Großvater, hat es dann in einen Koffer gesetzt, mit Licht illuminiert, und daraus wurde dann natürlich Kofferschiff, weil es war einfach berauschend, das zu sehen mit diesem Licht, mit den Bildern aus der Geschichte dieses Schiffes. Und dann sagte ich, darüber muss ich ein Lied schreiben, das muss ich in die Welt tragen. Suitcase Ship. Das ist schön, hier wird das klar sofort erkannt. In Süddeutschland grübeln sie dann darüber, was das jetzt soll. Sehr schön. Lay down, down on the northern sea. A German man stopped to ride forever with all the sorrows and the happiness. And he said, be right. Living suitcase.
Love is Wish. Als ich das Lied das erste Mal vortrug und meine Frau saß im Publikum und einige Leute kannten sie, drehten sie sich um und fragten, ist bei euch alles okay? Und das Interessante ist, dass es in erster Linie gar keinen Bezug zu meiner Beziehung, zu unserer Beziehung hatte, sondern dass es die Beobachtung von Kollegen war, die verstrickt in Liebeleien waren. Und der eine wollte, der andere konnte nicht und sonst was. Und daraus wurde ein bisschen so der Gedanke, okay, des liebenden Wunsch ist manchmal wie ein Kuchen. Zuckersüß wie wilder Honig. Zu viel verdirbt uns oder tötet uns auch. Ja.
will kill you, and too much will spoil kam zu mir und sagte, du hast schon so viele Lieder geschrieben. Warum hast du noch kein Lied über mich geschrieben? Ich so, mal langsam. Das geht nicht so schnell. Aber das war, glaube ich, der Auslöser. Tage später habe ich mich hingehockt und habe tatsächlich ein Lied über ihn geschrieben, über sein Leben. Und was er so alles in seinem Leben erlebt hat. Von den Anfangstagen als Kind in einer ausgebombten Stadt bis hin, dass er Trainer von einem kleinen Kinderverein, also einem Verein war mit vielen Kindern und dass diese Kinder heute in meinem Alter sind. Ich war sein schlechtester Spieler und die beste Spielerin hat später in der Bundesliga gespielt, hat Frauenfußball sehr weit nach vorne gebracht. Ja. Und die Geschichten hat er mir hauptsächlich im Garten erzählt. In seinem Garten. Und daraus wurde dann das Lied Stories in the Garden. Die Geschichten im Garten. Thank you.
Ja, bei dem jetzigen Song war es so, dass jemand von uns zukam und sagte, macht mal. Oder wollt ihr macht mal. Es gibt Songs, die kommen auf einen zu. Es gibt Songs, die müssen wir uns erarbeiten. Manche Songs, die wissen schon ganz genau, ich bin hier, ihr macht es so, wie ich das will. Wir haben einen Song, den wir heute Abend nicht spielen. Den haben wir erst in Englisch, oder den hat wurde erst in Englisch getextet. Wir haben dann angefangen zu proben, zu spielen und dann irgendwas, das hat nicht gepasst. Das war unser erster deutschsprachiger Song, weil der Song musste auf Deutsch übersetzt werden, also gesungen werden. Wolle singt heute Abend einen anderen? Weil bei einem Song klingt nichts anderes übrig als Deutsch. Es ging nämlich um Heimat ist. Also redest du jetzt von das, was ich spiele? Jetzt hast du mich verwirrt. Nee. Du hast von dem anderen Lied geredet. Ja, genau. Genau. Ja, Heimat ist. Ja, Heimat ist für mich ein Gefühl und kein Ort. Und das habe ich in diesem Stück manifestiert. Man wird, wenn man Kinder hat, wird man mit einigen konfrontiert, auch damit, wie man das selber für sich definiert, Heimat. Und deshalb ist für mich auch Norddeutschland ein Teil der Heimat, weil ich hier oft bin. Aber genauso da auch, wo meine Freunde sind, da wo meine Liebsten sind, meine Familie. Und das wäre egal, wo das ist, weil das Wichtigste ist für mich, dass sie da sind und dass sie ein Teil von mir sind. Und deswegen Heimat ist. Kam zu mir und fragte, liebst du dieses Land nicht so wie ich? Ist dann kein Stolz, keine Heimatgefühl. Wir saßen beisammen und redeten drüber, fing mein Herz an zu schreien. Denn Heimat ist, wo mein Herz mein Herz, meine Liebe wohnt, kein Land, keine Flagge, weder Religion noch Politik, kann sagen, wo meine Heimat ist, allein mein wo ich gehe, wo ich stehe. Die Geschichte dieses Landes sein meine eigene Vaterlosigkeit oder die Gene meiner Mann. Komm aus einer Kronzeit, steh in einem seltsamen Licht. Es sind konfuse Gedanken in meinem Kopf. Wo ich stehe.
12-seitige. Moment. Jetzt. Gut. Ja, und da sind dann ein Teil derer, die nicht den Ort, sondern die Personen ausmachen. Und man hört The Cry. Ist das Lied für die, die nicht mehr da sind, aber die mir unheimlich wichtig waren und sind. Und weil sie in meinem Herzen sind, ist das auch ein Teil meiner Heimat. Ein Stück geht stellvertretend über meine Oma, die sehr wichtig war, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Und ein guter Freund, ein Schlagzeuger, der leider viel zu früh verstorben ist. Und ein Pflegekind, das bei uns gelebt hat und mit 8 an Leukämie gestorben ist. In irgendeiner Form war es mein Bruder, der aber in seinem Leid gesagt hat, lass, ist okay, geh deinen Weg und nimm mich mit. Talking about the new band.
springtime, and the birds are singing in the air. What my birthday, I'm on the way to you. Okay. Ready in Paris. Ich brauche wieder die sechsseitige. Wir üben an der Frage. Ja. Rain in Paris. Es gibt ja viele Lieder über Paris. Und dann dachte ich, mein erster Eindruck war, als ich nach Paris kam, es regnete. Und das habe ich dann erstmal als Eindruck verarbeitet. Und zur gleichen Zeit gab es ja auch viele Schlagzeilen über die Hügel von Paris, wo sich viele Leute berechtigt oder unberechtigt über ihre Situation aufgeregt haben. Entscheidend war aber für mich, dass Paris viele Gesichter hat. Und das wollte ich letztlich festhalten. Deshalb Rain in Paris. All the people on Champs-Élysées, they on the rooftop.
Stück, Looks Like, ist entstanden, weil ich ganz oft Situationen hatte, sah ganz klar so aus. Und im Laufe dessen, wenn man sich eine Geschichte anhört, stellt man plötzlich fest, es ist ganz anders. Und genau darum geht es. Es schaut sich so an, wird aber anders. In der ersten Strophe geht es um zwei Schmetterlinge. Das kann das eine und das andere bedeuten. Aus der Biologie, ob es nun Mann und eine Frau ist, die einen Liebestanz machen, oder zwei Männer, die um eine dritte, die irgendwo versteckt ist, kämpfen. In der zweiten Strophe geht es um den Bau des Gotthardtunnels. Wir finden das heute ganz easy. Wir fahren durch und dann sind wir auf der anderen Seite. Ich weiß, momentan mit Vorbehalt, ob wir wirklich weiter in den Süden wollen. Aber vom Grundsatz her, was für eine, ja, wie viele Schwierigkeiten die hatten und wie viel Leid und Schmerz da ist. Aber wenn du heute schaust, siehst du eigentlich nur die schöne Landschaft. Und die dritte Strophe des ganz Persönlichen, dass dieselben Worte zum einen warm und lieb von einem Menschen gesprochen sind, genauso gesprochen werden von einem, der das überhaupt nicht dir sagen will, aber es dir trotzdem sagt. Und es dann kalt wie Eis ist. Looks like. Und damit verabschieden wir uns für heute Abend.
it could be you and me. Oh. Schön, dass wir hier sein durften. Ja.